Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Get Even. Und ja, wir haben uns Feinde gemacht hier in der Irrenanstalt. Er ist bereits tot, aber vor dieser Tür steht ein gewisser Freund, der uns wahrscheinlich töten will. Und zwar Rufus heißt er. Ich denke mal, dass es Rufus sein wird. Und ich denke mal, dass wir uns jetzt einfach die Waffe schnappen. Am besten die andere. Wir haben nur noch die. Scheiße. Wir haben nur die. Ach, die andere haben wir ja nur in den Erinnerungen. Wow, wow, wow! Okay, das ging schnell. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee war, ihn sofort zu killen, aber... Er wollte uns angreifen. Alle, die wir angreifen, die müssen getötet werden. Ganz einfache Geschichte. Ja, jetzt liegen sie da. Na toll. Die Munition nehmen wir auf jeden Fall mal auf. Da können wir nicht durch. Holy shit, ey. Holy shit. Da ist wieder Munition. Und ich wette, Red wird gleich zu uns sprechen, oder? Es geht raus. Hallo? Ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl hier gerade. Oh! I'm sure that wasn't there. Red, how are you doing this? I'm not, Mr. Black. You are. An imprecision of the technology. Sometimes the Pandora will overlay images onto reality. I don't understand. You don't need to. You're in very real danger from your own mind. Proceed with caution. Okay. Was zum Teufel läuft da? Ich glaube, unser eigener Geist spielt uns gerade Streiche und wird uns wahrscheinlich gleich angreifen. Und das ist gar nicht gut, wenn ihr mich fragt. Das ist überhaupt nicht gut. Da ist eine Marionette mit roten Augen. Das ist deren Ernst, ich laufe jetzt. What the fuck? How is that even possible? What? Wow! Okay! Wie kann das sein? Wir müssen ganz vorsichtig sein. Vielleicht hier? Ah, da kommt die Figur. Shit. Da ist die nächste Figur. Wo müssen wir hin? Oh nein, wir müssen weg, 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 weg. Nein, 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 nein. Auf, geh auf. Auf, geh zu. Apologies, Mr. Black. The Pandora can be temperamental. I assure you that all anomalies have now been dealt with from my end. For now. I'm getting tired of temperamental. We are dealing with a prototype, Mr. Black. View it as fascinating. Not tiring. Yeah, easy for you to say. You're not the one getting shot. Holy shit. Okay. Also fürs Erste sind die Anomalien beseitigt, aber ich glaube dem Ganzen noch nicht. Ich glaube dem überhaupt nicht. Ich trau niemanden mehr, wenn ich ehrlich bin. So. Patient 219. Wer hat das gemalt? Das ist hier diese Kunsttherapie. DNA found. One matching profile. Patient 219. Wir hören hier immer von 219. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir Patient 219 sind. Wenn ich ehrlich bin. Es kann so langsam alles nicht mehr sein. Hier ist noch ein Brief. Den lesen wir jetzt mal ganz kurz. Früher habe ich Kleidung aus menschlicher Haut angefertigt. Weiße Albino-Mäntel mit glänzenden Zahnknöpfen. Schwarze Hemden aus feinstem afrikanischem Material. Sehnengürtel überzogen mit dem weichen Gewebe der Neugeborenen. Und ja, sogar mit fett gepolsterte Unterhosen.
Die Wahnvorstellungen dieses Patienten waren extrem komplex, aber es waren nur wahnvolle Vorstellungen. Mitunter wirkte er vollkommen gesund. Ich war der Meinung, die Therapie und die Medikamente würden wahre Wunder bei ihm wirken. Und dann war er eines Tages verschwunden. Ob er wohl geflohen ist, fragte ich mich, als ich vor der Herrentoilette stand. Unmöglich. Die einzige Person, die ich gesehen hatte, hatte rote Haare und die sah ihm überhaupt nicht ähnlich. Hinter der Tür fanden wir dann die Hülle meines Patienten. Sie war so täuschend echt, dass alle darauf hereingefallen sind. Und an der Seite hatten sie einen etwa halben Meter langen Reißverschluss. What? Okay. Das macht für mich gar keinen Sinn. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Aber gut, wenn ihr es sagt, dann ist alles in Ordnung. Okay. So, hier in der Nähe, genau, da leuchtet ein Punkt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal alles durch. Wir gehen alles durch, gucken uns alles an. Es wird schon. Der Punkt kommt auf jeden Fall hier erstmal näher, denke ich. Da sind Puppen. Okidoki. Hallo? Wow. Das sieht alles so unglaublich beunruhigend aus. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Holy shit. Okidoki. Ab geht's. Die Musik macht mich fertig, ne? Like I said, Mr. Black, all actions have consequences. You set a lunatic on the loose and just look what happened. Poor Mr. Keating died because of your decisions. Nein. Der Hutmacher ist tot. Der Hutmacher ist tot. Früher war ich Englischlehrer, das ist schon ziemlich lange her. Ich habe dann irgendwann mehr als 25 Gramm pro Tag geraucht. Dann habe ich die Kontrolle verloren. Jetzt bin ich mit diesem Irren hier eingesperrt. Mit Zwangsweste und allem drum und dran. Bald werde ich ins Gras beißen, denn sie klopfen schon an meine Tür. Okay, er hat es quasi schon vorher gesehen, dass es irgendwie irgendwann passieren wird, dass er sterben wird. Interagieren. Ich will gar nicht interagieren. Ich will nichts hier. Ich will nichts öffnen. Ich will nichts machen hier, ehrlich gesagt. Warte mal. Irgendwas ist hier auf jeden Fall. Was wir auf jeden Fall angucken müssen. Ah, hier. Der Hutmacher. Match found. John Keating. A teacher reported missing in 2011. 2011 vermisst gemeldet. Was ist denn, wenn ich... Was interagieren? Wir müssen ja irgendwie... Warte mal, wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Die Tür können wir nicht öffnen. Was war das? Irgendwas habe ich da gesehen. Ich will mit nichts interagieren. Ich will nichts drücken oder öffnen oder sonst was, was mich irgendwie belasten könnte. Ja, besser nicht. Hier ist nur so ein Licht. Ja, mit dem Geruckel, ich weiß auch nicht. Also, hin und wieder ruckelt es irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was das, warum das so ist. Ich denke, da werde ich jetzt auf jeden Fall noch was machen. Also, bis gleich. So, weiter geht's, meine Freunde. Ah, je, ey. Ich habe keine Ahnung, wie das hier weitergehen soll und wie das weitergeht. Es ist alles so... Oh. Hallo? Wir sind wieder hier. Wir waren die ganze Zeit in dem Raum? Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Die Treppe kennen wir auf jeden Fall. Sollten wir hier interagieren? Was sollten wir denn hier machen? Wenn wir jetzt hier interagieren, was passiert denn dann? Wir öffnen wahrscheinlich diese Tür hier.
Aber was bringt die Tür? Das ist die hier, ne? Sollten wir das tun? Komm, wir machen einfach. What the? Something messing with the electricity. Scheiße! Okay, ich glaube, das war durchaus ein Fehler. Verdammt. Ich glaube, das war ein Fehler. Aber woher soll man das vorher wissen? Das wird doch gar nicht gesagt. Hallo? Hier ist ein Blutfleck. Okay, keine Ahnung, wer das gewesen sein soll. Wir machen mal hier wieder den Strom an. Ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn ein Strom an ist. So, der neue Prototyp ist 10-mal besser als der vorherige, aber es braucht noch eine Menge Arbeit, bis er effizient arbeitet. Mein Testkandidat G war zunächst von den Ergebnissen fasziniert, aber nach 15 Minuten in der virtuellen Gedankenwelt zeigte er erste Anzeichen der Cyberkrankheit. Er war desorientiert und panisch. 20 Minuten nach Beginn des Experiments begann er, sich unkontrollierbar zu übergeben, sodass ich die Sache abbrechen musste. Immerhin hat er es überlebt. Ich bin erschöpft, aber ich habe keine Zeit, mich auszuruhen. Ich bin ganz nah dran. Ich kann jetzt nicht aufhören. Er. What the fuck? Ich verstehe echt die ganze Zeit nur irgendwelche Bruchstücke. Na, jetzt wird es übel. Okay, das war gar nicht gut. Alter, der kommt hier hergeschossen. Was ist das? What the fuck? Und ich weiß immer nie, wer hier getötet wird und wer nicht. Und wir haben zu viele freigelassen. Dadurch, dass wir den einen freigelassen haben, ist alles kaputt. One matching profile. Lenore Ramsey. Lenore Ramsey. Hatten wir nicht... Wir hatten doch einen Typen, der Ramsey hieß, oder? Unbekannt. Diese Welt ist kein guter Ort, sodass alle, die hier leben, bei klarem Verstand die Abwesenden nicht betrauern. Ja, keiner betrauert auch die Getöteten von mir, ne? Das ist irgendwie auch das Seltsame. Beglaubigte Kopie einer Geburtsurkunde. Meldebezirk Birmingham. Geboren 93 im Stadtteil Smethwick im Bezirk West Midlands. Vorname Grace. Wir haben die ganze Zeit eine Grace gehört. Geschlecht weiblich. Name und Familienname des Vaters Robert Ramsey. Grace ist die Tochter von Robert Ramsey und Lenore Ramsey, die da auf dem Ding lag. Unterschrift, Beschreibung und Wohnsitz der auskunftgebenden Person L. Ramsey, also Lenore. Unterschrift des Registerführers Arnaldo. Eintragung und Bestätigung durch allgemeine Melderegister am 15. März 1993. Okay. Also hier lag Lenore, die Mutter von Grace. Und das sieht ein bisschen so aus. Ist das vielleicht... Wurde sie hier geboren? Ich meine, wenn sie die Beine hier drauflegt, dann... Ach, will ich das überhaupt wissen? Will ich das eigentlich wissen? Also Grace ist auf jeden Fall die Tochter von Robert Ramsey, von dem wir auf jeden Fall schon viel gehört haben. Und Lenore Ramsey, die da auf jeden Fall lag. Und ich denke mal, das war dann die Geburt. So wie ich es jetzt einfach mal schätze. Hier haben wir wieder... I need to fix this. I will not accept what happened to my daughter. Nor will I live with a wife who holds me responsible. I will find whoever did this. So Lenore will see the truth. So she will forgive me. And so things can go back to the way they were before all this. Also wir haben ja sowieso jetzt den Strom ausge... Lag der eben nicht noch anders? Wir haben jetzt auf jeden Fall sowieso den Strom wieder angemacht. Und jetzt können wir mal gucken, was das ergeben hat. Hier waren wir ja schon. Hier haben wir den Strom angemacht, genau. Und dann gucken wir mal, was jetzt so geht.
Ich bin aber echt ein bisschen... Seht ihr den Schatten, der da fliegt? Was ist das denn? Ich trau dem Schatten nicht. Was war das für ein Schatten? Kann das die Kamera gewesen sein? Wahrscheinlich, oder? Was war das? Hallo? Holy shit! Okay. Dem Ganzen überhaupt nicht. Nicht im geringsten. Unglaublich. Cole Black hat Grace Ramseys Entführung untersucht. Er sagt, er wollte, also Cole Black sind wir, hat Grace Ramseys Entführung untersucht. Er sagt, er wollte die Sache auf eigene Faust aufklären, ist aber daran gescheitert oder wollte vielleicht scheitern. Hat eine Vorgeschichte mit verschreibungspflichtigen Opiaten und verlor oft den Bezug zur Realität. Das, was wir jetzt auch irgendwie im Moment haben. Er sagt, er wisse nichts über eine Untersuchung von Jasper Prado und Rose Atkins. Er kann sich nicht daran erinnern, dass er die in die Entführung involvierten Leute persönlich kennt. Inwieweit kann man ihm trauen? Cole Black war zum besagten Zeitpunkt am Tatort. Warum war er dort? Jasper Prado wurde ein paar Stunden vor der Explosion ermordet. War er in die Sache verwickelt? Jared Porter, zu Prados Fall von der Polizei vernommen. Was weiß er darüber? Roger Howard gibt sich bestimmt nicht mit der Drecksarbeit ab. Wir brauchen belastbare Beweise, bevor wir gegen ihn vorgehen können. Und jetzt kommt's. You gotta get me out of here, mate. They started talking behind my back. I can hear them. I think they know. Fuck, if that's true, I'm done. Get me a transfer to a different prison or bail me out or... I don't know, you're the fucking counselor, aren't you? If I don't get out, I'm dead. Okay. Was ist hier? Von Scott Hopkins an Robert Ramsey. Betreff Gedankenvisualisierungsheadset RR003. Priorität sehr hoch. Hallo Rob, alles in Ordnung? Du gehst nicht ans Telefon und wir machen uns alle furchtbare Sorgen. Dein Team ist fantastisch und ich weiß, dass sie alle Tag und Nacht arbeiten. Aber wir brauchen deine Kenntnisse, um das Gerät zur Marktreife zu bringen. Damit es der verdiente Erfolg wird. Wir müssen vor der Veröffentlichung alle bei den Testern festgestellten VR-Krankheitssymptome ausschalten und die größten Fehler beseitigen. Bitte nimm Kontakt mit uns auf, ohne dich schaffen wir das nicht. Bis bald, Scott. Könnte Red vielleicht Robert Ramsey sein oder dieser Scott? Wäre alles irgendwie denkbar. Ich nehme mal wieder meine Waffe. Ich bin mir echt unsicher, was jetzt passiert. Natürlich. Irgendwas ist jetzt in der Matrix falsch gelaufen. Irgendwas stimmt jetzt nicht. Irgendwas ist passiert. Was?
What? Wir sind wieder hier. Und Grace war die Tante, die, glaube ich, irgendwie plötzlich wieder schwanger wurde. Und vielleicht kommt jetzt die Story um und mit Grace wieder. Das wär's ja. Aber. I've changed her 4 times in the last 3 hours. She will not stop. Please, can you take her? I need to lie down for a moment. Oh, sure. But I thought we agreed to do this together. I just need to lie down. Ah. Ramsey. Das war Robert Ramsey und Lenore. Mit der Tochter Grace. Master of Science, Robert Ramsey. 21. November 93. 13 Schüler und ihre Lehrerin sterben bei Unfall. Ah, what the fuck? Bei einem fürchterlichen Unfall auf der Autobahn M40 nahe Warwick sind 13 Schüler und eine Lehrerin ums Leben gekommen. Kurz nach Mitternacht am 18. November prallte ihr Minibus auf ein Straßenwartungsfahrzeug. Am Steuer des Minibusses war die Lehrerin Eleanor Gray, 35, die 15 Schüler nach einem Schulausflug in London zurück nach Worcestershire bringen wollte. Gray war am Steuer eingeschlafen, bevor das Fahrzeug auf ein 12,5 Tonnen Straßenwartungsfahrzeug der Marke Bedford auffuhr und in Folge in Flammen aufging. Okay. Ist Grace dann da gestorben? Glückwunsch, Rob! Es kommt mir vor wie gestern, als wir uns ein paar Entschuldigungen überlegten, um nach Indien zu reisen, anstatt unser Wissenschaftsstudium zu Ende zu bringen. Und jetzt sieh dich mal an, ein respektabler Wissenschaftler, Ehemann und Vater. Drück Lenore ganz fest von mir. Alles Gute für euch beide und Grace. Du weißt ja, dass ich nicht so gut darin bin, Kinderspielzeug zu kaufen. Ich hoffe aber, dieser grimmige Bär macht ihr nicht zu viel Angst. Bis dann, James. Na, so grimmig ist er doch gar nicht. Der sieht ein bisschen aus wie Ted, oder? Der sieht ein bisschen aus wie Ted. Und Ted hätte ich persönlich ganz gerne eigentlich. So, wir müssen dahin. Zum Bettchen. Oh. Can you bring me her bottle, love? I think it's in the kitchen. I've got a PhD in neuroscience. I think I can manage it. Come on, don't be like that. Okay. Ja, das ist, glaube ich, eine Entscheidung hier. Entweder gehen wir jetzt ins Wohnzimmer oder... Oh. Nee, wir müssen tatsächlich erst von hier ins Wohnzimmer. Hi, Mom. Lenore and I were wondering if you wanted... What? It's me. Your son. Calm down, Mum. It's fine. Everything's fine. Yes, that's right. Are you okay? Right. No, it's fine. It's fine. So, Lenore and I were wondering... Okay. So. Anyone who says they slept like a baby clearly never had one. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Ja, ich glaube, der Spruch passt eigentlich gar nicht zum wirklichen Vater sein oder Mutter sein, Eltern sein. Adult brains, I understand. But this. This is just incessant, incoherent garbling. What on earth is she doing? Okay. Und jetzt Licht aus. Wir können gar nicht interagieren. What? Ich habe versucht zu interagieren, aber es geht irgendwie nicht. Warum können wir nicht interagieren?
Wow, what? Was ist das? What? Okay. Was soll mir das verdammt nochmal sagen? So the doctor said that Mum can't distinguish between the past and the present. It's all jumbled together somehow. How can a person forget so much? Why can't they help her remember? Ich kann mir das gerade aktuell gar nicht so richtig zusammenreimen, wenn ich ehrlich bin. Gehen mal wieder rüber. What I wouldn't give for one second alone with my thoughts. One goddamn second. Wow. Wow. Ah. Okay, du kriegst eine Sekunde, Junge. Okay. One moment she wanted to know why I wasn't in school. The next she was crying and complaining about her son, who never comes to visit. You were there every day. Whether she remembered or not, you were there for her. How can a person just forget? I should have helped her remember somehow. I should have found a way. You did everything you could. She loved you very much. Remember that at least. Wow. Mom, why is Daddy so sad? He's worried about your gran, my love. He's just worried, that's all. Ava Grace. Und jetzt die nächste Geschichte. I really don't see why you hired this one. She doesn't ever seem to know where you are. She won't put you on the phone. She's a good assistant, Lenore. Huge potential. Give her time. I'm sure you'll warm to her. Just keep an eye on her, will you? I don't trust her. Da haben wir die Rose Atkins, die irgendwie in Zusammenhang auch mit dem Toten steht. Jetzt auch von ihr bzw. ihm genannt. Grace said you promised to help with her science homework. Oh shit. Can you help her tonight? Do you mind? Fine. I've got this presentation first thing in the morning. I really feel like I'm on the verge of something here. This would mean so much for us, for the family. You understand, don't you? Okay, das wird jetzt die letzte Geschichte wahrscheinlich sein. Hier in der Küche. When's Dad coming home? God knows, my love. Maybe we should ask Rose Atkins when he'll be home. Maybe she'll even set up an appointment for us.
You don't like her. I don't trust her. You don't trust her? Or you don't trust Dad? Okay. Was ist mit dieser Rose Atkins gewesen? Also sie scheint nicht vertrauenswürdig gewesen zu sein. Vielleicht hatten die eine Affäre oder sowas, das glaube ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass die eine Affäre hatten. Irgendwas anderes ist passiert, irgendwas Komisches. Sie scheint wohl eine nicht wirklich dolle Person gewesen zu sein. Da ist Rose. I don't care. You have Grace and because of that you have Lenore. But you also have me. And I'm not going anywhere. It won't be long before Grace is old enough to leave home. Until then, there's you and me and the work. Whoa. For now, that's all that matters. I love you. Whoa. Wow. Okay, also doch Affäre. Also doch eine Affäre. Das heißt, es geht jetzt wahrscheinlich um die Geschichte um Rose Atkins und was mit dieser Rose Atkins passiert ist. Ich würde sagen, wir haben schon lang genug jetzt aufgenommen. Ich würde sagen, dass wir das dann in der nächsten Folge bearbeiten, die Geschichte um Rose Atkins. Ich bin sehr gespannt, was da gewesen ist und was da geschehen ist. Die hat irgendwas mit diesem komischen Mord bestimmt zu tun, weil sie auch dem Jasper geschrieben hat. Und sie scheint die Affäre von Robert Ramsey zu sein. Komische Geschichte auf jeden Fall und ich würde sagen, dass wir das auf jeden Fall in der nächsten Folge dann prüfen. Und diese Folge ist damit auf jeden Fall erstmal beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen da und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao. Danke fürs Zusehen.